Diese Woche geht es um Gleiswendel, Vor- und Nachteile, Trassenneigung, Konstruktion und so weiter und so weiter. Wer das interessant findet, der kann sich den Film ja angucken. In der Videobeschreibung gibt es übrigens eine anklickbare Inhaltsübersicht. Also nicht groß rumflennen, dass er nicht das vorgesetzt bekommt, was er wollt, sondern selbst aktiv werden. Dieser Kanal ist Teil des Angebots von Thorstens Mobile Planungsdienst, dem Planungsdienstleister für ungewöhnliche Modellbahnanlagen. Wer seine Modellbahn von mir planen lassen will, kann mich auch über YouTube kontaktieren. Dazu einfach von einem meiner Videos auf meine Kanalseite klicken, dort Kanalinfo anklicken und jetzt E-Mail-Adresse ansehen anklicken. Dann erscheint die E-Mail-Adresse, unter der ihr mich erreichen könnt. Wer meine Filme ohne Werbung, ohne Eigenwerbung und ohne Abo-Aufforderung sehen will, muss sie bei mir zum Download bestellen. Das ist übrigens ein Angebot, das entstanden ist, weil diverse Kurzstreckendenker sich beschwert haben, dass auf einer Werbeplattform Werbung läuft. Sie haben große Krokodilstränen vergossen, weil sie sich diese ach so unsägliche Werbung ansehen müssen. Aber um es mal klipp und klar zu sagen, müssen muss niemand was. Es zwingt euch niemand, meine Filme anzusehen. Aber kommen wir zurück zum Bestellvorgang. Der wird in einem separaten Film erklärt. Der Link zu dem Film ist in der Infocard oben rechts in der Ecke. Oder unten in der Videobeschreibung. So, und jetzt mal im Schnellformat. Bewerten, abonnieren, Glöckchen klicken und meinen anderen Kram angucken. Ein Link zu den alten Filmen findet ihr oben rechts in der Ecke. Das war's. Viel Spaß beim Film und glaubt nicht alles, was ich sage. Oder denkt zumindest über das Gesagte nach. Moin, hier ist Thorsten von Thorstens Mobile-Welt mit dem dieswöchigen Video. Und jetzt geht's inhaltlich richtig los, aber sowas von. Gleiswendel. Einschätzungen, Urteile und Vorurteile. So ein Gleiswendel ist doch kompliziert und teuer. Tja, so ein Gleiswendel bedeutet relativ viele Gleise auf relativ wenig Raum. Das Vorurteil stimmt also. Und die ganzen Gleise wollen natürlich auch mit Strom versorgt werden. Das macht die ganze Sache noch mal ein bisschen komplizierter. Wer so ein Gleiswendel verwendet, der hat auch modellbahnerisch nichts drauf. Naja, also das ist ambivalent, beziehungsweise widersprüchlich. Es kann stimmen, es kann aber auch nicht stimmen. Bei Multideckanlagen gibt es oft keine vernünftige Alternative zu Gleiswendeln. Aber bei Singledeckanlagen ist eine Rampe eine wesentlich bessere Alternative. Allerdings können auch hier gewisse räumliche Gegebenheiten den Einsatz von einem Gleiswendel notwendig machen. Gleiswendel haben doch riesige Durchmesser. Auch das kann stimmen, muss es aber nicht. Gleiswendel für lange Züge und schwache Zugfahrzeuge haben in der Tat riesige Durchmesser. Verwendet man allerdings starke Zugfahrzeuge vor kurzen Zügen, können die Gleiswendel auch durchaus enger werden. Allerdings bedeuten enge Gleiswendel auch mehr Pflegeaufwand für die Fahrzeuge. Gleiswendel sind doch von der Erreichbarkeit her voll die Katastrophe. Da muss ich leider sagen, das stimmt voll und ganz. Unter dem Gesichtspunkt der Erreichbarkeit sind Gleiswendel wirklich einfach Mist. Aber man kann den Misthaufen etwas verkleinern. Wie das genau geht, zeige ich im weiteren Verlauf des Filmes. Die Argumente für und gegen Gleiswendel könnte ich noch endlos fortsetzen. Aber ich denke, es ist deutlich geworden, dass Gleiswendel durchaus kontrovers diskutiert werden. Bei den Nachteilen der Gleiswendel ist natürlich auch noch zu nennen, dass bereits überbaute Gleisabschnitte quasi nicht mehr zu ändern sind. Also sollten die Gleise in Gleiswendeln auf jeden Fall mit maximaler Sorgfalt verlegt werden. Den ganzen aufgezählten Nachteilen steht eigentlich nur ein einziger wirklicher Vorteil gegenüber. Und das ist der Platzbedarf. Der bleibt nämlich gleich, egal ob ich 8 oder 80 cm Höhenunterschied überwinden will. Und das kann, je nach Auslegung der Modellbahnanlage, ein richtig großer Vorteil sein. Aber jetzt widmen wir uns erstmal den Vorüberlegungen zur konkreteren Planung. Was ist bei der Planung von Gleiswendeln zu beachten? Je länger die Züge sein sollen, desto flacher sollte die Neigung der Trasse sein. Und je flacher die Neigung sein soll, desto länger muss die Strecke pro Gleiswendelrunde sein. Ja klar, lange Züge. Ich hab sowieso die längste. Was muss ich machen, damit die Züge durch den Gleiswendel kommen? Letzteres heißt also, entweder den Radius zu vergrößern oder Zwischengraden einzufügen. Ach so. Ja, siehst du mal, so einfach ist das. Und wie steil darf das sein, dass die Züge da in Luft kommen? Naja, das ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Einerseits die Nenngröße, denn leichtere Loks können weniger Fahrzeuge eine Steigung hinaufziehen. Und andererseits von der Zuglänge.
Je länger ein Zug sein soll, der da hochkommt, desto flacher muss die Neigung sein. Hier in der Tabelle habe ich mal ein paar grobe Anhaltswerte zusammengefasst. Die Werte gelten natürlich für Fahrzeuge, die gepflegt sind und die leicht laufende Achsen haben. Und natürlich für Loks mit weichen, griffigen Haftreifen, sofern Haftreifen vorhanden sind. Die hier aufgeführten Werte gelten natürlich nur als grobe Orientierung, denn gerade in Steigungsbereichen kommt natürlich auch der Qualität der Gleisverlegung eine entscheidende Bedeutung zu. Denn gerade in Steigungsbereichen ist es ja tendenziell eher nachteilig, wenn eine oder mehrere Antriebsachsen den Kontakt zur Schiene verlieren. Aber so langsam wird's ja echt mal Zeit, ein bisschen konkreter zu werden. Mal ein konkretes Beispiel. Betrachten wir uns mal die Anlage 01 von Thorstens Mobile Planungsdienst etwas näher. Wer nicht die Zeit oder nicht die Ideen hat, um eine solche Anlage zu planen, kann sich übrigens gerne an Thorstens Mobile Planungsdienst wenden. Die Kontaktmöglichkeiten sind im Vorspann dieses Filmes erklärt. Genauer gesagt geht's um die beiden Gleiswendel hier und hier. Die beiden Filme über die Anlage finden sich übrigens in der Playlist zu diesem Film. Die erwähnte Playlist ist am Ende des Filmes über einen Endcard aufrufbar. Beide Gleiswendel dieser Anlage wurden mit Märklin-K-Gleis Normalkreis 2 geplant. Märklin-K-Gleis Normalkreis 2? Ein bisschen knapp für ein Gleiswendel, oder? Nun, das kommt immer auf die maximal gewünschte Zuglänge an. Im vorliegenden Fall sollte das nach den Vorgaben des Kunden eine 103 mit 5 vierachsigen Reisezugwagen sein. Bei dieser Lok sollten 9 cm Höhengewinn pro Runde des Gleiswendels kein Problem sein. 9 cm Höhengewinn mit dem Märklin-K-Gleis Normalkreis 2, das bedeutet 33 Promille Neigung für den Gleiswendel. Sollte realistisch sein. Wenn man sich gerade die Grafik auf der linken Seite anguckt, dann erkennt man, dass man mit der Neigung wahrscheinlich noch auf 30 Promille runtergehen könnte. Wenn man sich an der tiefsten normgerechten Fahrtradlage gemäß Morop NEM 201 orientiert, könnte man die Neigung des Gleiswendels sogar wesentlich flacher wählen. Wenn die Oberleitung stromführend und funktionierend sein soll, was heutzutage bei Modellbahnen eher unüblich ist, dann würde ich ein Zweileiter-Flexgleis nehmen und es der Länge nach auftrennen. Je eine Schiene mit den zugehörigen Schwellenhälften würde ich genau mittig über das Gleis auf der darunterliegenden Wendelebene kleben. Ein 90 cm langes Flexgleis für ca. 3 Euro würde also rund 1,80 Meter Tunneloberleitung ergeben. Sehr viel billiger kommt man, glaube ich, nicht zu einem ähnlich robusten Bauteil. Gleiswendel. Hoher Platz und geringerer Finanzbedarf. Oder umgekehrt. Fangen wir einfach mal mit dem hohen Finanzbedarf an. Die meisten Gleiswendelbausätze, die ich gesehen habe, bestanden aus 4 Segmenten pro Umdrehung. Die Kosten pro Umdrehung liegen bei den meisten Angeboten so zwischen 10 und 20 Euro. So ein Gleiswendelbausatz, der eine größere Höhe überwindet, kann also schnell richtig ins Geld gehen. Aber der Vorteil solcher Gleiswendelbausätze ist halt eben, dass die Gleisauflagefläche aus Kreissegmenten besteht. Demgegenüber stehen Selbstbaulösungen, die meistens aus trapezförmigen Brettchen bestehen. Sie sind meistens in Schreinereien schneller und einfacher anzufertigen. Das heißt, sie sind auch billiger. Diese Kosteneinsparung erkauft man sich allerdings durch einen höheren Platzbedarf, hier rot gekennzeichnet. Wer trotzdem lieber Platz als Geld verbraucht, wird sich fragen, was muss ich machen, wenn ich so ein Gleiswendel selbst bauen will? Naja, meine Vorgehensweise ist immer, den Vollkreis in einen Halbkreis zu unterteilen und dann die Ecken im Bereich dieses Halbkreises zu zählen. Im Bereich des linken Schaubilds wären das also 1, 2, 3, 4 Ecken. Im Fall des rechten Schaubilds sind es dann entsprechend 1, 2, 3 Ecken. Und was mache ich jetzt damit? Für mich ist das Todeswissen. Naja, ist doch eigentlich ganz einfach. So ein Halbkreis hat 180 Grad und die 180 Grad teilst du halt durch die Anzahl der Ecken. Das Ergebnis sagt dir dann, wie viel Grad eine Ecke haben muss. Im Fall des linken Schaubilds sind das, wie leicht zu erkennen ist, 45 Grad. Da der Stoß der Trassenbretter genau in der Mitte des Winkels ist, ergibt sich pro Brett ein Wert von 22,5 Grad. Ei, hör schon mal, wo sollen dann die 22,5 Grad sein? Da stellen wir uns mal ganz dumm und frage, was ist ein Dampfmaschine? Nein, Quatsch, nach dem kurzen Ausflug in die alkoholischen Exzesse der Feuerzangenbowle begeben wir uns natürlich mal wieder zum Thema Winkelberechnung. Gucken wir uns doch einfach mal ein Brett genauer an, und zwar das hier unten.
Hier haben wir das Brett jetzt in groß. Aber keiner der Winkel am Brett ist 22,5 Grad groß, also was soll das bedeuten? Etwas näher kommen wir der Sache, wenn wir von einer rechtwinkligen Platte ausgehen. Wenn wir uns die roten Ergänzungen mal ein bisschen näher angucken, dann sehen wir schon einen Winkel, der eigentlich so um die 22,5 Grad haben könnte. Und zwar der unten an der Spitze. Die 22,5 Grad sind also die Abweichung der Stirnseiten vom 90 Grad Winkel. Mit dem eben gezeigten Wissen sollte es also jedem Modellbahner möglich sein, bei Interesse und Bedarf einen eigenen Gleiswendel zu bauen. Alle weiteren Informationen zum Thema gibt's in der Download-Version dieses Filmes. In der Download-Version des Filmes kommen zum Beispiel noch solche Themen vor wie Elektrik, Zugzusammenstellung oder andere Konstruktionsarten für Gleiswendel. Auch Gedanken zur sinnvollen Positionierung von Gleiswendeln sind da zu finden. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ihr euch der Playlist zu diesem Film widmen solltet. Die erwähnte Playlist kann übrigens direkt hier, wo der rote Pfeil drauf zeigt, angeklickt werden. Wer da nichts Interessantes findet, kann sich bei meinen alten Filmen umgucken. Die Filme sind zwar älter, aber der Inhalt ist noch aktuell. Die Filme sind über die Infocard oben rechts abrufbar.